wer sich wäscht und duscht und wer frühzeitig ankommt zur Jumu'ah und sich nähert. Zu diesem Aspekt und sich nähert, sagt Ibn Mas'ud, radiallahu anh, eilt zum Freitagsgebet. Denn Allah Azza wa Jalla zeigt sich den Paradiesbewohnern jeden Freitag, wobei sie auf einem Hügel von Kafur sind, die Menschen. Also, sie sind auf einem Hügel voller Duft. Kafur ist eine Form des Duftes. So ist derjenige Allah am nächsten, der an den Freitagen dem Imam am nächsten war. Subhanallah. Du willst auf dem Markt im Paradies, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, im Paradies gibt es einen Markt, jeden Freitag. Da treffen sich die Propheten und Wahrhaftigen und Märtyrer und Rechtschaffenen, um was zu tun? Um Allah zu sehen. Möge Allah uns erlauben, immer Allah zu sehen im Paradies. Und wenn sie wieder zurückkehren, diese Männer, zu ihren Frauen, dann sagen die Frauen, ihr seid viel schöner geworden. Da sagen die Männer, und du bist auch viel schöner geworden. Die Ulama sagten, der Grund war, weil sie Allah gesehen haben. Natürlich wirst du schöner. Jemand, wenn er nur eine Kur macht, einen Urlaub, und dann, mashallah, du siehst richtig frisch aus. Ja, ich hatte frische Luft, es hat mir gut getan. Wenn das in der Dunya so ist, wie siehst du dann aus, wenn du Allah gesehen hast? Subhanallah. Also, wenn du in der ersten Reihe sein willst im Paradies, um Allah zu sehen, sei in der ersten Reihe Yawmul Jumu'ah.